angefangen mit meinem Kaugummi. Ich denke, jeder kennt das Problem, man läuft durch die Stadt und irgendwann tritt man in irgendwas rein, es ist ein Kaugummi und man hat es eben am Schuh. Man kriegt sich mal los und es ist extrem nervend. Man kann natürlich, oder es fällt auch auf, dass gerade an Häuserwänden oder auch zum Beispiel an Schulbänken auch ebenfalls Kaugummis kleben. Und meistens ist es sehr nervtötend und wenn die wieder weggemacht werden müssen, dann ist es auch teilweise sehr kostenaufwendig und eben auch sehr, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Meine Idee war jetzt, man könnte diese ganzen Maßnahmen, um Gegenstände von Kaugummis zu reinigen, könnte man wesentlich preiswerter gestalten, indem man zum Beispiel das Kaugummi weniger klebfähig macht. Das heißt, ein Kaugummi könnte nicht mal mehr an der Hauswand kleben, weil es eben so stark, weil die Klebkraft so stark reduziert ist, dass es nicht mehr haften würde. Die Grundidee war eigentlich die Gumbase, also die Grundsubstanz des Kaugummis, auf der die hauptsächliche Klebkraft basiert, dass man die eben so ummodelliert, dass die Klebkraft verringert wird. Die zweite Hypothese war dann, dass man eventuell eine Feuchtigkeitsschicht um das Kaugummi bildet. Die ist normalerweise durch den Speichel sowieso schon vorhanden. Allerdings hält die nicht sehr lange vor. Durch meine Entwicklung hält sie dann aber wesentlich länger und das Kaugummi klebt eben nicht. Das heißt, beim ersten Fall, bei der Veränderung der Gumbase, habe ich sie neu modelliert, sozusagen, dass ich eben eine Grundsubstanz aus Polyisobutylen, Schickle und Wachs habe. Und diese wird dann noch mit Feuchtigkeitsmitteln ergänzt, wie zum Beispiel Glycerin, die dann eben für diese Feuchtigkeitsschicht sorgen.